Ich meine, diesem Video. Ah! Alter! Ja! Ich bin oben. Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die Erkundungstour Version 2.0, denn wir werden heute wieder ein bisschen erkunden, bevor wir uns gegen den nächsten Team Star Boss widmen. Und ja, wir haben wieder dabei die Jude alte Rubin. Ja, wie gesagt, ihr freut euch doch schon alle darauf zu erkunden. Denn wie ich bemerkt habe, muss ich trainieren. Du musst trainieren, Junge. Alles klar. Sehe ja genauso. Ich bin ja auf 25 und du bist mal wieder hoch im Kurs mit deinem Level. Naja, bevor da irgendwie ein Gegner kommt, der one-shottet, weil er denkt, oh, ich muss cheaten, denn nee. Nee. Ich sag mal so, ich hab ja meinen Spielstand schon durchgespielt. Ich weiß also, was das Ende ist. Ich verrate aber nicht. Aber ja, am Ende sollst du gut gelevelt sein, sonst. Ja, das ist wichtig auch, Rubin. Ach, hast du schon gespoilert? Hä, hey, ich hab alles angeschaut, also als ob man das irgendwann nicht gespoilert ist. Ich aber wir spoilern die Zuschauer hier nicht, weil die wollen es natürlich nicht wissen. Die wissen es definitiv wahrscheinlich. Nein, wissen sie nicht, Rubin, du musst daran denken, jeder spielt nicht das Spiel. Ja, aber du hast dich spoilern lassen, wo ich mich noch nicht mal gespoilert lassen habe. Ich hab's in aller Ruhe ohne Gespoilerei gespielt. Und du spielst das hier gespoilert. Schlimm, dieser Junge. Wieso soll ich mir Donnerwelle beibringen? Was ist denn das für ein Quatsch? In übrigens! Pamo hat sich weiterentwickelt zu Pamo Mamo. Das ist die gruseligste Entwicklung ever, aber damit, die ist eigentlich ja nicht mehr so schwer. Man muss halt einfach nur mit Pamo um die Welt herumlaufen. Und das habe ich mal so eben getan beim letzten Mal. Deswegen haben wir jetzt Pamo Mamo mit dem Team, welcher einen immens hohen Angriffsbase hat. Und ich merke gerade, hier sind Bronze, das ist gut. Schade, dass ich das Gegenteil brauche. Bronze wäre gut gewesen, um die Bronze-Splitter zu bekommen für das, für die Weiterentwicklung von Knabon. Wir brauchen aber die Tasse, dessen Namen ich neben Kopf habe. Ach, wie hieß das? Falter-Tee. Irgendwie so. Oh mein Gott! Aber, ich könnte dir das im Notfall ja auch machen. Dann. Ich habe ja Kamezin. Weil ich darf das Pokémon ja nicht haben. Finde ich witzig. Ja, dementsprechend kann ich es dir doch geben, wie ich auch dir die Starter gegeben habe. Dann hast du alle beide. Das hat auch nicht jeder alle beide im Team. Ja, weil, na gut, vor allem sind halt beide vom Typen Feuer definitiv. Nee, lass mal. Ich nehm Maximum Azuglanz. Azuglades. Muss ich dir merken. Ja. Wenn wir überhaupt hinbekommen. Also das sollte Blaine kriegen. Das hab ich auch. Aber gut, das ist irgendwann ein bisschen überleben. Die Frage ist halt, wenn es jetzt besiegt werden würde, dürftest du auch quasi das Pokémon nochmal nehmen, aber die andere Entwicklung? Nee, dann fällt die ganze Entwicklungsreihe weg. Achso, okay, gut. Also allgemein fällt bei sowas dann immer die Entwicklungsreihe komplett weg. Oh, Alter, musst du mit Waldseil genau jetzt kommen? Oh, die Kasse Elefanten, ne? Nichts gegen Elefanten, aber dieser Elefant geht mir auf den Keks. Ach komm. Nee, gut, dieser Elefant, den finde ich so hässlich. Nee, Kupferfant, die finde ich eigentlich total gut nur. Ich finde Donphan hässlich. Nichts gegen die Donphan mögen, aber Donphan mag ich überhaupt nicht. Weil er auch keine Weiterentwicklung hat, der ist so traurig. Der ist so allein gelassen, so einer wie ich. Vorentwicklung Fumpy. Ach so, ja stimmt. Fumpy ist ja auch noch da. Oh, das habe ich schon Fumpy ignoriert. Ja, Fumpy ist auch noch da. Warum redet der die ganze Zeit über Donphan, wenn die Vorentwicklung Fumpy ist? Oh, guck mal hier. Vergessen. Komm, wir machen mal wieder ein Terra-Raid. Terra-Raid. Ja, an Fumpy habe ich nicht gedacht. Ich war irgendwie bei Fumpy, war ich irgendwie raus. Wisst nicht, wieso ich an das kleine Ding gedacht habe. Aber ist auch nicht so relevant. Ich finde, Donphan hat eigentlich so eine schöne Stärke. Also, wenn ich jetzt Melly da zum Vergleich nehme. Also, Melly haut schon rein. Hab ich so, schon wenn. Mal gesagt? Ach ja.
Und wenn jemand fragt, was ich hier habe, das ist mein reguläres Team später, wenn ich es natürlich in Shiny habe und sonst wird, weil ihr habt gewonnen. Ihr habt auf der Folge 22 Likes gemacht. Das bedeutet, ihr kriegt einen Shiny Hand. Und derzeit ist ein Shiny Hand auf Twitch unter Kristarie zu finden. Und da werde ich halt versuchen, mit Eier Shiny zu handeln. Und mal sehen, ob wir ein gutes Competitive Team zusammenbauen können. Innerhalb des Let's Plays. Also ihr werdet wahrscheinlich ein paar Änderungen immer wieder sehen. Nicht wundern, wenn ihr also meine Boxen voll mit Riolo-Eier sind. Und davon kein Shiny. Alter. Du machst eigentlich nicht Shiny-Hand, du machst Shiny-Brüting. Ja, Shiny-Brüding oder so, wie das heißt ja, auch immer. Brüding. Weil du bist ja nicht am Handen, du bist am... Oh, meine kleinen Eier, komm raus. Hallo, Riolo, du bist blau. Das nächste Ei. Ja, ich hätte am liebsten einmal mit Farbe genommen und einfach rübergekippt. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Das glaube ich auch. Aber leider ist das kein Shiny in dem Sinne. Ja, doch schon. Ist ja denn Shiny, weil es anders farbend ist. Aber wie war das? Du hast... Leute, da vorne, siehst du das? Da liegt ein Pokéball auf dem Boden. Was? Da liegt ein Pokéball vor mir auf dem Boden. Hä? Vor dem Mikro jetzt. Nein, ohne Spaß jetzt. Da liegt bei mir ein Pokéball. Ich sehe dein Bildschirm, aber ich sehe da kein Pokéball. Das ist ganz klein. Vor meinem Pokémon, da ist so ein kleiner roter Ball. Alter, wie kannst du das nicht sehen? Leute, seht ihr da einen Ball? Ich sehe da gar nichts. Leute, jetzt ist er weg. Nee, da ist er wieder. Das ist ein Pokéball. Das ist ein Stein. Nein, das ist ein Pokéball. Das ist ein Mini-Stein. Ich setze nicht ab, das ist ein Mini-Stein. Nein, das ist ein Pokéball. Das ist ein Mini-Stein. Das ist so ein kleiner Rubinkristall, was auch immer. Das ist aber kein Pokéball. Das ist ein Pokéball. Ich sag's so, wie das ist. Das ist ein Pokéball. Das ist ein roter Kristall. Nein, das ist ein Pokéball. Kristall. Alter, das geht schon wieder ab, ey. Wie kann ein Pokéball sein, bitte? Das ist einfach ein Kristall. Ein Pokéball, das ist ein Kristall. Nee, ey, so was nicht. Hallo, gib mir mal... Alter, gib mir die Kleinen da oben. Ja, brauchst du nicht so hässlich Kuchen tanzen? Ich hol dich jetzt. Nein, Bronze. Flüchte mal bitte, ich brauch kein Bronze jetzt. Bronze, Schmonze, sagt man immer. Oh, komm hoch da. Du kommst dann. Nee, geht nicht. Schade. Mein Pokémon muss mal abspecken. Lauf ich eigentlich hin? Ich weiß auch nicht, wo du hinläufst. Ich lauf richtig. So, dann müssen wir der kleine Abteil jetzt hier abgeschlossen haben. Abgeschlossen. Abgeschossen. Ich sehe schon von hier, Team. Ja, du weißt schon. Team Star. Du weißt ja, du kannst da reinspringen, aber die mögen das nicht, wenn du anders reingehst als vor dem Vordereingang. Ja, gut, verständlich. Oh, hier ist ein Wablu. Wolltest du nicht ein Wablu? Ich hab ein Wablu. Ach so. Ja, uninteressant. Danke. Bitte. Mach ich gerne für dich. Halt! Gib mir das Item, Junge. Ich brauche jedes Item. Ich muss noch mehr Tränke haben. Noch mehr Tränke? Das war aber eine Feder, die du bekommen hast. Ja und? Trank und Feder ist fast dasselbe. Was ist mit dir eigentlich? Hab ich dich schon besiegt? Ich hab dich schon besiegt. Ich bin so ein Dödel. Orientierung! Hast du gar keine? Doch, ich hab welche. Und zwar habe ich Orientierung, immer Sachen zu finden, die ich nicht finden möchte. Oh, Leute. Wie deine kleinen Pokémon, die du... Wie so das hier. Mickrig, Alter. Hat irgendein Mensch Mickrig überhaupt mal trainiert? Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich hab das Gefühl, der ist scheiße. Also, ich hab mal ein paar gesehen, die Endentwicklung haben von Mickrig. Ist jetzt so gut? Alter, Pam Pam! Oder Pom? Pam, nee. Pam Pam. Ja, alles klar. Pampuni. Ist Pam Pam. Pam Pam. Also Pam Pam ist etwas anderes. Nein, gar nicht. Pam Pam ist doch... War das nicht das pinke Panda-Vieh?
Ja, ja, nee, Pampam ist doch. Nee, nicht pink. Nee, Pampam ist der Braunbär. Panda. Nee, der Kung Fu Panda. Ja, der braune. Der ist schwarz-weiß. Ist das nicht braun? Nein. Oh, ich glaube, ich soll zum Optiker gehen. Ich will, Kung Fu Ria wird mit seinem Licht nur in diese. Ja, also. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, wie wir hier durchrasen. Aber zurück zu meiner Frage. Hattest du eigentlich schon mal ein Shiny gehabt? Das hattest du schon mal. Nö. Nö. Nö, wie gesagt, außer halt hier dieses Paras. Ach ja, auch Paras. Aber das habe ich ja. Gekillt. Vor den Augen der Zuschauer. Vor euch. Aber zumindest hattest du ein Shiny Paras. Ja, aber wer will Paras, ganz ehrlich? Und jetzt kommen wieder die Hälfte der Leute sagen, Paras ist gut, Mann, was hast du gegen Paras? Ich weiß, dass Paras gut ist, ich mag Paras aber nicht. Kristall von Rubin, ja, danke schön. Ja, bitte schön, ich hab dich lieb. Ja, ich dich nicht. Ja, danke schön, ich hab dich auch lieb. Nett, nett, nett von dir. Immer doch. Oh. Mach 3,50. Ich bin ein bisschen verwirrt. Komme ich hier in diesen anderen Abteilen nicht lang? Ich glaube nicht. Du musst es auch von der anderen Seite. Wie soll ich denn von der anderen Seite? Du konntest doch. Es sah so aus, wenn du jetzt quasi weitergehst. Ich würde mal sagen, der Berg behindert alles gerade. Moah, nee, nicht schon wieder dieses Flattütü. Oh, mach dein Tütü weg, du blöde Drecksvieh. Ich hasse dieses Mon. Du könntest ja versuchen, dich hochzuziehen. Nee, ich glaube, das tatsächlich funktioniert nicht. Also, wenn ich jetzt mal realistisch bin, das wird nicht funktionieren. Es hängt davon ab, in welche Ecke du gehst, glaube. Oh, schon wieder ein Mikro-Nö. Also, nein. Wir müssen es ja nicht übertreiben, meine ich. Okay, hier haben wir nochmal. Lass uns übertreiben. Nee. Ich glaube, die Leute wollen nicht ständig auch Mikros sehen. Ist auch nicht so mein Fall. So, what the hell? Die wollen lieber den kleinen, mickrigen Das wollen die wahrscheinlich sogar. Ich weiß, was du meinst. Die kommen auch nicht auf den Namen gerade. Obwohl ich das 100-mal begegnet bin, aber, ja. Ich laufe mal eben schon mal durch die Wüste. Ja, mach ruhig. Ist ja nicht, dass das Gebiet schon auf Level 100 gefühlt ist. Aussichtsturm, westliche Zone 1, lol. Da kann man hinfliegen? Wusste ich gar nicht. Wieso kann ich denn da hinfliegen? Nein, aber das ist ein spezieller Ort. Das ist kein Pokémon Center. Wahrscheinlich ist das eine Tour. Ich stehe hier einfach unten auf dem Berg. Ja, danke schön. Oh, Leute, da oben sehen wir schon Schwert. Kommentare, ihr wisst, was ihr zu... Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Mir das Schwert zu markieren. Hier muss ich nochmal hin. Da kannst du irgendwann hingehen. Ach, guck mal, hier geht's schon runter zu Teamstar. Lol. Ja, brech bei denen ein. Lol, hier ist ja wirklich ein Turm. Ja, wahrscheinlich ist das der ist erst jetzt eben gerade aufgeploppt. Ohne Witz, der war vorher nicht da. Der war vorher nicht da, Rubin. Der geht immer so in Zwischendimensionen und deswegen ist das ein besonderer Ort. Der kommt dann, wenn er Lust hat, zu erscheinen. Das ist wie der Wunderturm in Smaragd, Rubin, Saphir in der Wüste. Der taucht ja auch nur dann auf, wenn er mal Lust hat. Meinst du das jetzt im Ernst? Ja. Gibt's in der Wüste, Nein, ich meine, meinst du das ernst? Das ist wirklich so ein... Dass der Turm verschwindet? Was weiß ich? Nein, verarsch mich doch nicht, Alter, Rubin. Weißt du, hättest mir jetzt sagen können, ja, und dann hätte ich gedacht, Alter, Rubin, du bist schuld daran. Ja, und dann kommen die Kommentare und sagen, nee, ja, vielleicht aber, sagen das die Kommentare. Ja, aber mal ganz ehrlich, wie habe ich den Turm übersehen können? Das geht gar nicht. Vielleicht hat er noch nachgeladen. Als ob der Turm so lange braucht zum Nachladen. Lul. Kann das nicht sein. Ei. Was? Also
Also ich muss sagen, die Pokémon hier in der Wüste können gar nichts. Lass mich raten, du bist fast tot. Anton geht hier durch und ich hab mal eben Pudersand gefunden. Warum finde ich hier mal eben Pudersand? Gut, dass ich nicht so viel Pudersand finde. Aber ja, durch die Wüste gehen wir noch nicht. Außer Ruby natürlich, weil die immer fortschieten will. Ja, ich könnte jetzt auch schon Team Star machen. Du könntest doch schon andere Sachen tun. Ich könnte schon durch sein und lauf dir einfach nur noch hinterher und nerve dich. Das könntest du auch, Mann. Dann müsste ich jetzt mal Spielstand wechseln. Nein, Spaß. Wir wollten das zusammen machen. Aha. Ich bin in der Wüste, um gegen die Pokémon ein bisschen zu kämpfen. Ich würde sagen, ihr kommt tatsächlich hier aber nicht weiter. Hier brauche ich Kraxler. Kraxler, oi. Ob ich mir die Ebene jemals merken werde? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Leute in den Kommentaren, die werden das vermerken. Nein. Okay, ich weiß Bescheid. Vermerkt diesen Part, dass er da noch unbedingt was suchen muss. Leute, ihr vergesst genauso wie ich. Wir sind alle vergesslich. So was kann man sich nicht merken. So, ich probiere jetzt was anderes aus. Vielleicht können wir ja rüberspringen. Wer weiß. Warte mal kurz, bin ich jetzt richtig gefahren? Ja. Ich will schon Vadribi haben. Hallo, ich will nicht dauerhaft die Karte öffnen. Ja, hallo Peppa, schön, lass mich in Ruhe. Ich will nicht, das dich machen. Ich möchte, die armen Wüsten-Pokémon fertig machen. Wo sind die Wüsten? Oh ja, von hier komme ich rüber. Geronimo! Ich bin echt doch rübergesprungen. Ja, na klar. Es gibt ja nicht umsonst Fliegen. Das ist Springen. Nein, ich meine, um zurückzukommen. Ach so. Nee, hier ist ein Chicken. Ich wollte gerade ein Chicken anquatschen. Hier ist ein Kurtel. Rubin, wird's ein Kurtel? Nee, ich habe das Pokémon noch nie gemocht. Das arme Kurtel. Was hattet ihr denn hier getan? Ich war noch nie ein Fan von dem. Das ist einfach alles. Aber der ist voll gut und hat dicke Steine auf dem Rücken. Es kann Dura einsetzen, das ist das einzigste Gute bei denen, aber... Oh, Alter! Okay, dann nehme ich aber lieber Volnona mit Dura als Kurte. Aber Kurte hält mehr aus als Volnona. Volnona machst du einmal Gena und das kippt um. Ja, klar. Aber Volnona könnte noch... Buchball, Psychoschock und sowas einsetzen. Junge Lea, renn doch mal. Ränkeschmied. Und was macht Kurte? Flammenstoß. Gesagt, jetzt gibt jemand da draußen, der bestimmt Kurte sogar als Competitive Team-Mitglied hat. Ja klar, das nehmen öfters welche. Ja, siehste. Aber für mich ist das Kurte. Oh. Der Gedanke schon alleine an Kurte macht mich fertig. Okay. Schreibt mal ganz viele Fs für Kote, den gefallenen Soldaten. So ein gefallener Soldat. Weil du ihn gerade fertig machst. Ich mach ihn nicht fertig. Ich mache ihn noch nicht fertig. Nein, ich denke nur mein Teil. Warte mal, kann ich nicht surfen? Du kannst surfen. Ja moin, warum mache ich denn das nicht? Ich kann doch den Fluss entlang surfen, bin ich dämlich? Leute, jetzt bin ich in der südlichen Zone. Nein, da wollte ich eigentlich... Doch, ich bin richtig. Lol. Tapador! Oh mein Gott, bloß weg von dir. Vielleicht ist es ein Shiny. Nein, es ist kein goldenes Tapador. Wenn du es anmalst? Wenn ich es anmale, ist es mehr als nur ein goldenes, denn es ist ein pinkes. Dann habe ich ein Double Shiny. Ah ja. Du hast angefangen mit Shiny, ja? Und anmalen. Ich überleg mir gerade, warum willst du es pink machen? Oh, wieso nicht? Zombie Garados hieß, was Flo, der das hatte?
in Minecraft, also in Pixelmon. Ja, aber dann müsste ich es ja grillen vorher und darauf habe ich keine Lust. Ach komm, lecker grillen. Nein, dann krieg ich ja Hunger, dann ist es ja verspeist. Das ist ja auch... Schaf! Oh nee, Voltischlamm. Oh. Oh doch, Voltischlamm. Hatte ich auch erst überlegt, ein Team zu nehmen, aber... Wieso ploppen die eigentlich 5 Sekunden vorher auf? Das war total überraschend. Weil ich es kann. Ey, bleib stehen. Nö. Nicht du, dieses blöde Pokémon. Und Duster, mach ihn fertig. Und was, bleib da nicht stehen, machen alle. Und Duster, du bist noch am Leben, dir geht's gut. Ach, hier alle. Sind Tatiri. Ja, die hätte ich vorher gebraucht. Oh nein, ich hab gesagt, die hätte, nicht habe. Ihr wollt aber auch heute jetzt wissen, ne? Ihr kleinen Lursche. Bam, bam. Bam, bam. Oh mein Gott, ich komme hier den Berg hoch. Noch mehr Erkundung. Nice. Giftschock erlernt. Bekommen. What the hell? Leer. Hä? Wo ist dieses Statiri aufgekreuzt? Ja, moin, Betrug. Bei dir Betrug. Nee, der kommt aus nichts heraus. Und ich kann wieder nicht fischen. Alter, Lea, ne? Vielleicht gebe ich dir mal Rollschuhe das nächste Mal. Dann kannst du schneller flüchten. Rollstuhl. Packst da direkt auf. Rollschuhe. Rollwagen. Irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas, was rollt. Ja, oh, da hinten ist das Schwert. Kannst du es hinrollen. Also PS, merken, hier holen wir uns das Schwert ab, das Goldene. Wenn das irgendjemand vergisst, drin zu, mir zu markieren, ne? Dann kann ich wieder Stunden suchen. Leute, markiert bloß nicht, dann kann er suchen gehen. Riesige Kanne. Diese sonderbare Kanne löst was? Das ist für Falter-Tee, die Weiterentwicklung. Genau, und die müssen wir auch killen. Also besiegen, um Azur, Gladys... weiterentwickeln zu können, also keine Abon zu Azoklades. 10 Stück, glaube ich, waren das. Wegen, 10 mal... Zut. Jetzt ist halt die Sache, ich glaube, es ist besser, wenn ich dir sogar das Item gebe, weil bis wir Falter-Tee bekommen, dauert das noch lange. Ist ja nicht so schlimm. Noch ist Knabon nicht in unser Team, weil, ja gut, das wird noch gerade für was anderes benötigt. Es wird für Eierzucht verwendet, wenn ihr jetzt fragt, warum. Nee, es muss auch seine Arbeit tun. Als ob ich das Mittelstück nicht erkunden kann, das triggert! Junge! Was soll denn das? Jetzt kann ich den ganzen... Ja. Mittelteil nicht erkunden. Weil der Berg so hoch ist. Och, kann man nicht hochglitschen? Ey Leute, das ist viel zu steil, um da hochzukommen, oder? Kann ich mir die Finger brechen und da hochglitschen? Findest du das mal nicht. Das schaffe ich niemals im Leben. Wenn ich das schaffe, weiß ich nie, wie ich... 100.000 Euro oder so. Opa, auf die Hand. Du bist schon sehr weit. Nein, ich rutsche. Alter, ich habe jetzt gerade gedacht, ne, das wird was. Oh. Habe ich gerade auch gedacht. Das ist nämlich wirklich sehr weit. Krieg das hin. Wir glauben alle fest an dich. Nee, oh. Das ist Grenze schon an Arbeit hier. Und nochmal Pokémon. Nein! Nochmal umdrehen. Sehr gut. Affen sind im Berg. Heute noch. Das nee, der, also heute definitiv. Nein! Cheat dich da um! Nein! Du bist aber noch im Modus. Cheat, ist mir egal. Glitch dich da rein in den Berg oder so. Du bist auf die falsche Seite. Da kommt keiner zu dir hoch. Nein! Wir sind wieder unten. Oh, das triggert. Der Berg ist kacke. Der Berg ist schön. Oh, ich hasse diesen Berg. Ich mache einen Eheverschl... halt, Volti! Komm, hoch. Nein!
Jetzt hat mich Volt die Lampe. Alter, du kleines, dickes Schäfchen, aus dir mach ich Hack. Und jetzt hoch. Drückt mir alle die Daumen. Jetzt drückt mir keiner die Daumen, jetzt Sieg! Ich drück dir die Daumen, während ich meine Pokémon in den Kämpfen schicke. Als ob! Ja! Ich bin oben. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich brauch keinen Kraxler. Also ihr kriegt, was habe ich gesagt? 1000 Euro überwiesen? Cool. Was? Ich hab da gesagt, wenn ich das nach oben schaffe, krieg ich 1000 Euro überwiesen. Wo sind die jetzt? Keine Ahnung. Also wenn schon, denn schon will ich die haben. Tut mir leid, ich kann dir 1 Euro geben. Das ist ja schon mal ein Anfang. 99 kriegen wir noch zusammen. Genau. So viele Zuschauer, wie manche Leute haben, die müssen dir einfach nur alle 1 Euro spenden, dann hast du das zusammen. Ja, das ist so, dann bin ich glücklich. Gut, Leute, aber trotzdem bin ich glücklich mit der Folge und ich hoffe mal, euch hat es auch gefallen. Dann lasst gerne eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oben rechts könnt ihr die Playlist ist und dann bis denne. Und ciao.